für dieses elektrische Faltrad, 20 Zoll, gehe ich mal gleich in die Vollen. Das hier ist nämlich ein Ahuga Faltrad und das ist ganz neu. Ja? Und die Besonderheit hier in diesem Mittelrohr ist der Akku. Das ist gar nicht so besonders. Aber ihr könnt euch einen Range Extender Akku in dem Fall hier anbringen, hier an der Seite. Da gibt es eine Option. Und somit habt ihr ein Faltrad, ideal für den Alltag mit kleinem Akku. Ja, und wenn ihr unterwegs seid, auf Reisen, ja, dann macht ihr noch einen Range Extender Akku ran, ja, und habt noch mehr elektrische Reichweite. Oder ihr nehmt zwei oder drei Range Extender Akkus mit. Also wirklich ein tolles Alltags- und Tourenrad. Ihr seht, ja, 20 Zoll, fährt sich sehr komfortabel, lässt sich falten wie ein Brompton. Noch Fragen? So, Reichweitentest vom Ahuga Faltrad. Es ist so, ich mache ja sonst immer die gleiche Tour, um die Fahrräder gut zu vergleichen, also die Akkus. Und in dem Fall fahre ich mal heute eine andere Tour, die ist ungefähr 50 Kilometer. Die werde ich mit dem Ahuga zurücklegen. Man sagt ja, 60 Kilometer schafft man mit dem Akku. Und ich vermute mal, naja, es sind so 45 Kilometer. Ja, da drin ist eine 244 Wattstunden Akku, Batterie drin. Und ich tippe mal so auf 45 Kilometer. Die schaffe ich im Turbo-Modus, also in dem Modus, der die meiste Power zur Verfügung stellt. Bestimmt geht auch die Stufe darunter und auch die mittlere. Das schaue ich mir gleich mal an. Und ich würde sagen, los, komm mit auf diese schöne Tour. Und wir checken mal, wie lange der Akku reicht ohne Range Extender. Aber zuerst stelle ich euch noch meinen Dealer vor. Ja, und das ist Auftragsrad hier in Berlin-Weißensee. Ja, ohne solch einen Dealer komme ich schwer an den neuesten Scheiß ran. Und ihr seht, ja, Auftragsrad, ja, die haben die wichtigsten Falträder da. Und nicht nur zum Probefahren, nein, ihr könnt diese Räder dort auch kaufen. Und natürlich auch hier das Ahuga Max. Ja, das Ahuga Max hat sich hier in kürzester Zeit zum Verkaufshit entwickelt und etwas mehr erzählt euch gleich der Tom. Ja, das ist hier der Faltrad-Profi im Store, also bleibt dran. Und weil auf meinem Weg von Berlin nach Bernau mein Steigungstest liegt, ja, mit der ich die elektrischen Falträder den Berg hochscheuche, gibt's also heute gleich zuerst den Steigungstest, auch genannt. Ja, also hier fahre ich jetzt meine Steigung hoch, ja, auf die ich alle Falträder meistens hochschicke. Das ist ein sehr glatter Untergrund, 16% Steigung. Ja, und wie macht sich das Ahuga? So, hier kommt die erste Barriere und ich komme hier auch dran vorbei. Ja, jetzt habe ich die Atmo für euch mal hochgezogen. Ihr habt gehört, ja, das Vorderrad ist da ein bisschen gelupft, ja, durchgedreht. Und das liegt an dem Frontantrieb. Ja, aber trotzdem hat es genug Grip und Power, um hier hochzukommen. So, ich fahre nochmal jetzt mit dem mittleren. Also nicht mit Turbo, sondern mit der mittleren elektrischen Unterstützung. Aber ersten Gang. So, und davor bin ich natürlich auch im ersten Gang hochgefahren, aber eben im Turbo und jetzt eben nur in Stufe 3. Und das ist eben wichtig, ja, denn auch in geringeren Stufen, die man ja, also Unterstützungsstufen, die man nutzen kann, um Akku zu sparen bei Touren, ja, es ist sehr wichtig für euch zu sehen, na, kommt auch diese elektrische Unterstützung einen Berg gut hoch. Ja, und ihr seht, ja, es klappt echt gut. Also, das Ahuga hat hier mit meinen Bergcheck bestanden und ja gut, das Lupfen, aber das ist echt ungewöhnlich, dass man so eine glatte Steigung hat. Ja, das Ahuga hat auf jeden Fall den Bergtest bestanden. Ja Leute, ich glaube, ich weiche heute mal von meinen Prinzipien ab, denn ich bin eben mit dem Ahuga ein paar Meter gefahren und ich finde, ja, die mittlere Unterstützungsstufe, die elektrische, die bringt sie auch. Sogar die kleinste ist super. Aber als Kompromiss nehmen wir die mittlere und ich würde sagen, so gucken wir uns die Tour mal an und ich denke, die 50 Kilometer sollten so locker drin sein. So, jetzt geht's endlich los und ich stelle euch die Tour kurz vor. Ja, es geht von Berlin an dem kleinen Flüsschen Panke hier nach Norden und zwar nach Bernau.
Und von dort kehre ich dann um und radel nach Berlin zurück. Ja, dann aber über Weißensee. Den Komoot-Touren-Link, ja, findet ihr wie gewohnt unter diesem Video in der Beschreibung. Nach meinem Bergcheck hatte ich die elektrische Unterstützung ja erstmal deaktiviert, aber dann hier am Bahnhof Pankow wieder gezündet, aber eben nicht im Turbo, sondern auf Stufe 3. Und hier am Bahnhof Pankow geht es echt ganz nett los. Ja, ihr seht Fahrradstraßen, dann der Schlosspark Pankow und ab hier sind wir dann neben der kleinen Panke unterwegs. Wenige Minuten später radel ich dann mit dem Ahura Max hier an diesen Karpfenteilchen entlang. Ja, ein sehr, sehr schöner Weg. Aber Berlin ist leider zu groß für mich. Ja, diesen Weg kannte ich bisher nicht. Aber ein wirklich toller Weg. Ja, aber leider kränkel ich heute ein wenig und ich vermute, mich etwas unpraktisch gekleidet zu haben. Okay Leute, ich fahre jetzt hier gleich an den Karower Teichen vorbei. Ja, hier ist es auf der Komoot-Karte zu sehen. Und ja, ich schlief ein bisschen. Ich habe mich zu kalt angezogen. Ich habe hier nur eine Strickjacke, so einen kleinen Pullover. Damit hatte ich eigentlich meine Kamera geschützt, die noch im Rucksack liegt. Und da drin ein T-Shirt. Man bräuchte schon so einen Windbreaker. Habe ich aber tatsächlich zu Hause nicht gefunden im Kleiderschrank. Deswegen heute so. Es geht, aber anders wäre besser. So, und ich würde mal sagen, ab nach Bernau. Wie weit ist es denn noch nach Bernau? So, ach du Schreck. Also gut, das Stück haben wir schon geschafft. Jetzt nur noch dahin und dann was Warmes. Hm? Hoffentlich Gesundes. Einen kränkelnden Fahrradtester. Das braucht wirklich niemand. Wir konzentrieren uns deshalb auf diese tolle Gegend hier im Zeitraffer. An dieser Stelle habe ich mich ein klein wenig verfahren, aber ich bin nur wenige Meter vom eigentlichen Weg entfernt. Leider getrennt von dieser Böschung. Also absteigen und hier diese Treppen laufen. Nein, ich bin nicht hingefallen. Es handelt sich hier nur um eine kleine Pause. Leider habe ich jetzt tatsächlich nur noch 3 Akkustriche von 5, aber es ist gleich Halbzeit, denn Bernau liegt genau vor mir. Ja, Akku könnte also reichen und daher an dieser Stelle mal einen flotten und genaueren Blick auf das Ahuga Max, was hier alles so verbaut ist. Wir haben hier also ein 20 Zoll Rad mit 19 Kilogramm Gewicht, ja, insgesamt, also auch mit Akku. Und ob das wirklich 19 Kilogramm sind, ja, wie es im Flyer steht, habe ich für euch natürlich getestet. Und ja, hier, man kann es leider nicht so genau ablesen, ja, aber im Schnitt sind es 19 Kilogramm, was ich hier sehe. Ja, also das pendelt hier so zwischen 18 und 20 Kilogramm, kommt also grob hin. Der Rahmen ist also aus leichtem Aluminium. Und als Reifen habt ihr hier die Big Apple Race Guard 2.0 drauf mit einem mittleren Pannenschutz von 4. Und durch die etwas dickeren Ballonreifen habt ihr auch ganz guten Komfort beim Fahren. Als Schaltung ist die Nexus 7 verbaut. Und als Frontantrieb kommt der Bafang-Motor zum Einsatz mit 250 Watt, der euch bis 25 km/h elektrisch unterstützt. Im Mittelrohr ist ein 248 Wattstunden Akku verbaut, den ihr mit einem Schlüssel rausnehmen könnt. Ja, und der Akku kann also im Rad geladen werden. Aber ihr könntet das Ahuga zum Beispiel auch im Kofferraum vom Auto lassen, ja, und nehmt den Akku raus und nehmt ihn dann mit in die Wohnung zum Laden. Ja, aber ich kenne euch, ja, ihr versteckt den Akku bestimmt im Hosenbein, ja, und ladet dann beim Arbeitgeber. Naja, an der Remote habt ihr die Reichweitenanzeige in Form von horizontalen grünen LEDs und die blauen vertikalen, ja, die zeigen euch die Unterstützungsstufen an. Ja, hier an der Remote könnt ihr auch das Licht anstellen und natürlich den Motor ein- und ausschalten. Hier unten gibt es noch einen Tretmomentsensor und der spürt, wie stark ihr in die Pedale tretet und dem Frontmotor die entsprechenden Sporen gebt oder nicht.
Ja, als Bremsen wurden hier hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut. Und die Schutzbleche, ja, die bestehen aus Polycarbonat und die Faltpedale sind von Velgo und lassen sich beide falten. So, ich schwinge mich auf und weiter geht's, denn wer rastet, der... Hey, was soll denn dieser Besenwagen hier? Die Gemeinde hat wohl zu viel Geld. Okay, ich hasse es auch, ja, wenn auf dem Weg Eicheln, Zweigen und Dreck liegt, aber hier, das ist blitzeblank, ja. Und die Bäume sind noch echt ganz jung. Es ist so, ich bin noch nicht ganz Halbzeit, ne? Wir sind gleich in Bernau. Und dann geht's da zurück. Ich muss mir das mal angucken. Nun gut, auf jeden Fall habe ich jetzt den Modus auf letzte elektrische Stufe gestellt. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet, ja, dass der Akku so schnell schlapp macht. Aber gut, ich hatte auch etwas Gegenwind und es war mit 13 Grad auch etwas kühl und 248 Wattstunden sind jetzt auch nicht so viel. Naja, also solch eine Tour mit der zweiten Unterstützungsstufe zu fahren, ja, das wäre jetzt mal ein Gedankenspiel an euch. Ja. Probiert es aus mit diesem Ahuga Max, wenn ihr euch es angeschafft habt. Man braucht also nicht unbedingt den Turbo-Modus. Ja. Stufe 3 ist auch okay, vielleicht auch Stufe 2 und Auftragsrad. Ja. Die empfehlen sogar Stufe 1, ja, wobei ich bin auch Stufe 1 gefahren. Ich würde sagen, ja, kann man... Die elektrische Unterstützung ist auch gut, aber ja, ein bisschen mehr Spaß macht auf jeden Fall Stufe 2 und 3 auf jeden Fall. Also probiert diese Dinge aus oder denkt an die wunderbare Idee des Range Extender Akkus. Ja, den hatte ich hier noch nicht dabei, ja, weil Ahuga den im Frühjahr noch nicht angeboten hatte. Sonst hätte ich den bestimmt hier mit dabei gehabt. Na, ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle gucken wir mal aufs Falten vom Ahuga, ja, denn das ist echt simpel. So Leute, Lust aufs Falten. Und das ist tatsächlich wirklich nicht schwer. Ja, ist wirklich ähnlich wie dem Brompton. Ja, dieser Faltmechanismus ist nicht mehr geschützt und deswegen kann man das so übernehmen. Natürlich mit so einigen kleinen Besonderheiten, die sind ein bisschen anders als beim Brompton. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einmal ganz langsam hier an. So, dafür schnappe ich mir das Rad, die Pedale hier auf meiner Seite ganz nach unten. Dann drehe ich diesen Verschluss um 90 Grad. Und dann mache ich hier diesen Brompton-Move. Zack, zack, Vorderrad ein bisschen zur Seite. So, das ist doch schon gar nicht schlecht. Da steht das Rad schon. Auf jeden Fall ist das, es gibt hier keinen Seitenständer. In dem Fall ist es schon die Standvariante. So, und dann habt ihr hier vorne noch so einen kleinen Nippel, den schiebt ihr nach vorn, macht die Klammer auf, die hintere Klammer löst ihr ab, das reicht schon. Und dann, ja, dieser berühmte Brompton Move, zack, einmal rum, bisschen hochheben und dann seht ihr da so einen Finger, zack, da kommt das Fahrrad rein. Und dann muss ich noch den vorderen Lenker umklappen, ja, hier ist so ein Hebel mit Sicherheits Knopf, hier ist ein zweiter Sicherheitsknopf. Ja, also das hier ist echt kein billiger China-Import, sondern das ist ein eigenkonstruierter Lenker von Ahuga. Und dann muss ich am Schluss eigentlich nur noch den Sattel rein. Wie immer, die Pedalen kann ich umfalten, muss ich nicht. Aber was irgendwo ins Auto liegt oder so, ist natürlich immer besser. Deshalb bin ich jetzt noch nicht so geübt. Aber das ging noch ganz gut, oder? So, jetzt entfalte ich es noch mal ganz flott. Also Pedalen wieder öffnen. Eins, oh, falsche Richtung. Zwei, Sattel hoch. So. So, dann den Lenker hoch. Hier vorher, das muss ich vorher so zurück machen. Dann rastet es ein. Und jetzt, zack, jetzt ist es richtig zu. So, jetzt kommt dieser Brompton-Move. So. Jetzt gehe ich hier vor zur Klammer, lupf so ein bisschen, das reicht schon, verschließe, so, es sieht alles gut aus. Und jetzt kommt der letzte Brompton Move, zack. Und dann müsst ihr hier das noch einmal verschließen, das dürft ihr nicht vergessen. Ja, und dann ist es wieder fahrbereit. Und weil das so gut geklappt hat, machen wir jetzt mal meinen Speedtest. Mal sehen, wie schnell ich bin, hier nach dem dritten, vierten Mal falten. Okay. Bereit? Bereit.
fertig. Gar nicht schlecht, finde ich super. Hat mir echt Spaß gemacht, diese Faltung. Wäsche falten ist manchmal schwieriger. Vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf das Schieben im gefalteten Zustand. So, einmal gefaltet, ja, dann steht das Ahuga bereits. Aber wie bewege ich es jetzt? Ja, das Fahrrad am Sattel packen und vorwärts schieben, ja, war meine erste Idee. Aber ich musste dazu den Lenker festhalten. Ziehen geht aber auch, ja, aber optimal scheint mir das auch nicht zu sein. Ja, und wenn der Lenker gefaltet ist, bewegt sich das Ahuga auch sehr instabil. Ja, also das ist also auch nicht so praktisch. Ja, aber ich habe dann das Bewegen im gefalteten Zustand mit dem Lenker ausprobiert, ja, und fand das Schieben und Ziehen so auf diese Art und Weise recht angenehm. Ja, hier werde ich an alte Zeiten erinnert. Also wie ich mit Kreide die Tennisplatzlinien gemalt habe, irgendwie so fühle ich mich gerade. Ja, zu guter Letzt packe ich das Ahuga und trage es auch ein paar Meter. Ja, das geht, ja. Aber bedenkt, 19 Kilogramm, ja, das könnte für einige schon zu schwer sein. Also auf jeden Fall mal im Laden anpacken das Rad und gucken, ob euch das Handling gefällt. Ja, hier greife ich noch das Ahuga am Mittelrohr. Ja, und dort ist auch der ungefähre Schwerpunkt zum Tragen. Und das macht sich gut. Bernau, Bernau, wo bist du? Mein Akku ist gleich alle. Ja, Mensch, ganz schön voll hier. Und das bei dem kühlen Wetter und mitten in der Woche. So, jetzt überhole ich noch diesen Radfahrer. Und ja, da, das muss es sein. Bernau. Okay, Leute, ich bin... Kirchenglocken. Ich bin jetzt in Bernau, liebe Zuschauer, liebe Radfans. Und tja, es sind ja nur noch zwei Striche. Ne? Sieht man es noch? Nee, jetzt ist es wieder ausgegangen. Naja, zwei Striche, Halbzeit. Ich habe jetzt die Energie hier total nach unten gesetzt. Ich habe jetzt nur noch einen blauen elektrischen Strich. Ja. Und so werde ich jetzt nach Hause düsen. Jetzt hoffentlich kein Gegenwind. Ja. Die ganze Zeit hatte ich ein bisschen Gegenwind. Ich denke, das sollte ich gerade so schaffen. Ja, wenn nicht, muss ich halt manuell weiter radeln. Das geht ja auch, aber macht nicht so einen Spaß. Ne? Elektrisch ist immer ein bisschen schöner. Na, kommt. Ja, ganz schön triste Landschaft hier auf meiner Rücktour. Aber ich würde sagen, wir werfen noch mal einen Blick auf das Fahrradlicht. Na, wenn ihr an der Remote den oberen Knopf drückt, dann habt ihr hier dieses Tagfahrlicht nach vorn. Und das Licht nach hinten sieht so aus und das hier ist amtlich. Aber wenn ihr ein richtiges Licht nach vorn wollt, auch da ist ein LED-Akkulicht mit dabei beim Kauf. Und zwar dieses hier. Ja, und auch wenn das Ahuga Max noch recht jung auf dem Markt ist, gibt es auch Zubehör. Ja, und zum Beispiel hier diesen Gepäckträger. Da könnt ihr Gepäck bis 10 Kilogramm rauf machen. Und die Seitentaschen passen auch rauf. Man muss diese ganz nach hinten schieben und dann ist genug Platz zwischen Fuß und Gepäckstück. Ja, zur Not könnt ihr das Gepäck auch oben rauf machen. Auf jeden Fall gibt es diese Option. Ja, erwähnenswert ist auch die Bafang-App. Ja, dort seht ihr die wichtigsten Sachen wie Akku und Geschwindigkeit, Reichweite und ihr könnt euch da ein paar Sachen programmieren. Habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber hier seht ihr kurz die Oberfläche dieser App. Wer aber keine App mag, ja, für den müsste der Remote ausreichen. Dort seht ihr ja die Akkureichweite und die 5 Modi. Ja, und wer das Ahuga gern hinstellen möchte und keinen Baum in der Landschaft findet und das Fahrrad auch nicht falten möchte, damit es steht, ja, für den gibt es auch einen Seitenständer und den habe ich euch unter dem Video verlinkt. Ja, und das spannendste Zubehör ist natürlich der Akku Range Extender. Ja, den hatte ich leider nicht in der Hand, deswegen kann ich nur dieses Bild hier einblenden und dazu noch ein paar Eckdaten. So, und bevor wir gleich zu meinem Reichweiten- und Schlussfazit kommen, hier noch die Meinung vom Tom, Faltrad-Profi bei Auftragsrad.
Ja, wir haben das Ahuga Max letztes Jahr auf der Eurobike das erste Mal gesehen und es auch Probe gefahren und uns dann relativ schnell dazu entschieden, das in unser Portfolio der Falträder aufzunehmen. Also Ahuga Max beinhaltet viele wichtige Parameter eines Faltrades wie 20 Zoll Reifen, stabiler Gepäckträger, wo man auch Packtaschen dran packen kann. Was ein ganz wichtiges Feature ist, ist ein Range Extender, den die anderen Brands, die wir haben, wie GoCycle, Velo, Brompton, nicht so anbieten. Also Ahuga Max, stabil für Leute auch bis 1,97, 1,98, haben wir ausprobiert. Stabiles, rundes Rad, wo du auch Reichweiten, sag ich mal, bis zu 90 Kilometer abbilden kannst. Plus Range Extender, wo du dann nochmal 30 Kilometer mehr bekommst. Also rundherum aus unserer Sicht ein ganz tolles Rad. Danke, Werner. Ja, da habe ich mich ganz schön verschätzt mit der Reichweite gestern. 45 Kilometer habe ich vermutet und nun waren es am Ende 38 Kilometer. Ja, gar nicht so schlecht, aber eben nicht im Turbo-Modus, ja in der fünften Unterstützungsstufe, in der besten. Ich musste also während der Tour immer so ein bisschen runterschalten, weil ich gesehen habe, oh, die Reichweite, das klappt nicht elektrisch bis zum Schluss. Also bin ich immer ein bisschen weiter runtergegangen. Aber ihr seht, bis Bernau hatte ich echt Spaß in der dritten Unterstützungsstufe. Ja, da habe ich ja relativ schnell gemerkt, die fünfte braucht ihr nicht. Es reicht die dritte. Und da hatte ich wirklich richtig Spaß bis Bernau. Ja, es gab auch Wind, jede Menge, Gegenwind. Ja, es war halt auch kalt, ja, so um die 10 Grad. Ich glaube, so 9 bis 13 Grad waren es. Ja, schmälert vielleicht eben auch ein bisschen die Akkureichweite. Dann dieser ganze Wind. Fragt mich nicht, ich hatte das Gefühl, da war die ganze Zeit Gegenwind. Aber nun ist da natürlich ein Tretmomentsensor drin, der diesen Wind eben ganz gut eliminiert. Außer halt am Schluss, wo ich eben nur noch Stufe 1 hatte. Und ja, das geht dann doch noch ganz schön rein in meine Schenkel. Und nun bin ich nicht so ein trainierter Radmensch, ja, der hier jeden Tag Rad fährt. Naja. Auf jeden Fall hat es bis Bernau wirklich Spaß gemacht und eine Chance für den Range Extender. Und ihr wisst, das habe ich ja hier angepriesen. Das wäre nun wirklich cool, so einen Range Extender mit dabei zu haben. Vielleicht sogar zwei. Aber wenn ihr sagt, ihr geht auf Touren, dann würde ich das schon empfehlen, weil 245 Wattstunden sind ein bisschen knapp. Plus Range Extender für eine Tour gut und wenn ihr merkt, auch das reicht nicht, na gut, dann kauft man sich noch einen zweiten oder nimmt das Ladekabel mit. Na, das geht natürlich auch immer und dann müsst ihr gucken. Aber so, das sieht echt gut aus, ne, das Fahrrad. So ist das ein echt interessantes, komfortabel fahrendes Tourenrad. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal schnell zum Fazit. Fazit, genau, also es sieht toll aus, ja, auch in diesem Senfgelb, wirklich gut, es lässt sich wirklich toll falten, ich habe mir da nicht die Finger geklemmt, das sieht kompliziert aus vorne, aber das ist es überhaupt nicht und ihr könnt das falten, klein machen, nun sind die Packmaße nicht super klein, aber immer noch gut, ja, viel besser als bei so einem Kompaktrad, ja, mit sowas könnte sich dieses Ahuga hier vergleichen, denn das fährt sich auch wirklich komfortabel. Ja, ihr seht, ich kann den Lenker wirklich hoch machen, den Sattel auch und den könnte ich noch weiter ausfahren. Ich bin ungefähr 1,90, also ich denke für 2 Meter Riesen ist das tatsächlich machbar. Ne? Also insofern wirklich toll. Ja? Ich musste vielleicht während der Tour diese Schräubchen von den Schnellspannern immer ein bisschen nachjustieren, weil der Sattel so ein bisschen runterrutscht und auch der Vorderlenker. Aber das ist ja eine Einstellungssache und wenn das erstmal eingestellt ist und ihr eure Position habt, ist das wirklich ein Träumchen mit dem Fahrrad. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwer. 19 Kilo sind zwar ja auch nicht super leicht, aber es ist tragbar und mal so ein paar Treppen hoch runter am Bahnhof, das geht. Ja. Zur Not kann man ja immer noch den Akku rausnehmen, wer da wirklich Probleme mit hat. Klar, auf Touren habt ihr noch Taschen und so weiter. Das hängt natürlich auch immer von euch ab, wie stark, wie kräftig seid ihr da. Aber ja, ihr seht, ich habe da gar nicht viel zu meckern. Das ist wirklich eine runde Sache. Für den Stadtalltag
für Touren super. Also insofern, wenn euch dieses Fahrrad irgendwie interessiert, ja, unbedingt mal eine Probefahrt machen bei einer Messe oder bei einem Fahrradhändler, in dem Fall Auftragsrad. Die haben mir das Fahrrad hier zur Verfügung gestellt. Das sind Faltrad-Spezialisten, die haben auch Groß-E-Bikes, aber auch eine ganze Menge Falträder in petto, da in Weißensee in ihrer schicken Verkaufshalle. Und ja, insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, genießt das Wetter, fahrt eine Runde mit eurem Fahrrad. Und wenn es wieder regnet, guckt euch wieder ein paar Videos von mir an. In dem Sinne, bis zum nächsten Video.